Tja, liebe Zuschauer, es war soweit. Die Tipps vom Schlafbader von mir für Sie diese Woche, letztmalig in diesem Jahr. Das Neue kommt schon mit großen Schritten, deswegen mache ich mal hier kleine. Damit Sie genug Zeit haben, um für Ihre Neujahrsvorsätze sich hoffentlich einige Sachen überlegen zu können. Die Experten-Schlaftipps für Ihre Neujahrsvorsätze. Mehr Sport treiben, sich gesünder ernähren oder die Familie öfter besuchen gehen. Naja, Neujahrsvorsätze gehören zu Silvester dazu, wie Feuerwerk und Käsefondue. Doch warum sollte man sich nicht auch mal erholsameren Schlaf vornehmen? Schließlich stärkt Schlaf das Immunsystem, regelt unseren Stoffwechsel und fördert die Zellerneuerung. Schauen Sie die Experten-Videotipps für guten Schlaf auf www.betten-24.de und kommen Sie erholt ins neue Jahr. Ein Drittel aller Deutschen leidet unter Schlafstörungen. Die Hauptursache dafür ist Stress. Oft ist aber auch mangelnde Schlafhygiene für innere Unruhe verantwortlich. Da im Schlaf lebenswichtige Prozesse in unserem Organismus ablaufen, sollten Sie Ihre Schlafstörungen unbedingt ernst nehmen und geeignete Gegenmaßnahmen unternehmen. Lassen Sie sich im Zweifel von Ihrem Hausarzt beraten. Verwandeln Sie Ihr Schlafzimmer in eine Ruheoase. Verantwortlich für unseren Schlaf-Wach-Rhythmus ist das Hormon Melatonin, das unser Gehirn vermehrt bei Dunkelheit ausschüttet. Helligkeit und künstliches Licht aus Lampen hemmen die Produktion des Schlafhormons. Sorgen Sie also in Ihrem Schlafzimmer für absolute Dunkelheit und achten Sie darauf, dass auch kleine Lichtquellen wie leuchtende Ziffernblätter oder Standby-Signale Ihren Schlaf nicht stören können. Alternativ können Sie auch eine Schlafbrille tragen. Die optimale Raumtemperatur sollte zwischen 16 bis 18 Grad Celsius betragen. Lüften Sie am besten kurz vor dem Zubettgehen sowie morgens nach dem Aufstehen, je nach Jahreszeit, für 5 bis 15 Minuten das Zimmer und verzichten Sie darauf, die Heizung nachts bei voller Temperatur laufen zu lassen. Für die nötige Wärme sorgt dann eine perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Zudecke. Schalten Sie Ihren Kopf ab. Schlafmangel rührt oft daher, dass wir vor dem Schlafengehen nur schwer abschalten können. Die Ereignisse und Probleme des Alltages holen uns ein und verhindern erholsamen Schlaf. Dagegen vorgehen können Sie, indem Sie sich klar machen, dass Sie über Nacht keine Probleme lösen werden. Schreiben Sie alle Dinge auf, die Sie vom Schlafen abhalten, oder führen Sie Tagebuch. So vergessen Sie nichts und können sich auf das Positive am Schlaf, die Erholung, konzentrieren. Ein Bad mit ätherischen Ölen oder entspannende Musik können ebenfalls hilfreich sein. Sollten Sie dennoch nicht einschlafen können, stehen Sie lieber auf und verbringen Sie die Zeit in einem anderen Zimmer. Lesen Sie ein Buch oder sortieren Sie Bügelwäsche, bis Sie wieder müde werden und Ihr Bett aufsuchen wollen. Rituale strukturieren Ihren Schlaf. Am Wochenende mal wieder richtig ausschlafen? Auch wenn Sie es sich nach einer stressigen Arbeitswoche redlich verdient haben, sollte Ihre Aufstehzeit am Wochenende nicht zu sehr von denen unter der Woche abweichen. Feste Zeiten, zu denen Sie zu Bett gehen und aufstehen, helfen Ihrem Körper nämlich dabei, sich einen Schlafrhythmus anzugewöhnen. Vorschlafen oder langfristig Schlaf nachholen zu können, ist ein Mythos. Sie haben kein inneres Schlafkonto. Kleine Rituale helfen Ihnen, auch am Wochenende rechtzeitig ins Bett zu gehen. Verzichten Sie auf Mittagsschlaf und machen Sie bis 3 Stunden vor dem Zubettgehen keinen Sport. Stattdessen kann etwas Gymnastik am Morgen Ihnen den notwendigen Schwung verleihen. Sobald Sie wach sind, sollten Sie direkt aufstehen, anstatt noch bis zum nächsten Alarm Ihres Weckers weiter zu schlafen. Nur dann werden Sie wirklich fit und können in den Tag starten. Die richtige Schlafdauer ist dabei sehr individuell. Manche Menschen kommen bereits mit 5 Stunden Schlaf zurecht, während andere das Doppelte benötigen. Eines der wichtigsten Rituale ist jedoch: Nutzen Sie Ihr Bett nur zum Schlafen.
Wenn Sie regelmäßig im Bett essen oder arbeiten, kann Ihr Körper nicht automatisch auf Erholung umschalten, sobald Sie sich zum Schlaf hinlegen. Was Sie vor der Bettruhe zu sich nehmen sollten und was lieber nicht. Auch Ihre Ernährung kann Einfluss auf Ihren Schlaf haben. Da in der Nacht unsere Verdauung angekurbelt wird, sollten Sie auf reichhaltige und schwere Mahlzeiten am Abend verzichten. Leichte Snacks wie Joghurt, Kekse oder Käse liegen nicht so schwer im Magen und sind deshalb besser geeignet. Koffeinhaltige Getränke sollten Sie ebenfalls lieber den Tag über genießen. Alkohol und Nikotin sind am Abend doppelt schädlich. Ein Glas Wein am Abend mag zwar müde machen, verkürzt aber auch die REM-Phasen, wodurch wir schneller aufwachen. Nikotin hingegen wirkt anregend auf das Gehirn und stört damit den Schlaf. Falls Sie all diese Dinge berücksichtigen und trotzdem noch Probleme haben sollten, nachts einzuschlafen, greifen Sie bitte nicht auf Schlaftabletten, sondern stattdessen auf pflanzliche Mittel wie Baldrian zurück. Schlafen Sie wie nie zuvor. Im Zentrum Ihres Schlafs steht ein Bett. Ein optimal aufeinander abgestimmtes Bettsystem, bestehend aus Bettrahmen, Matratze und Kopfkissen, ist die beste Garantie für erholsame Nächte. Es unterstützt anatomisch richtiges Liegen, bei dem Ihre Wirbelsäule immer Ihre natürliche Haltung einnimmt und wird von den Dormabell-Schlafexperten auf Basis Ihrer Körperform und Ihrer Schlafbedürfnisse an Sie angepasst. Die richtige Zudecke sorgt für regulierte Klimabedingungen in Ihrer Betthöhle und hochwertige Bettwäsche lässt Sie weich und angenehm ruhen. Betten Ullmann in Freiberg und Frauenstein unterstützt Sie auch im nächsten Jahr gerne mit einer Expertise rund um erholsamen Schlaf. Kommen Sie ausgeruht ins neue Jahr. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie haben einige Vorsätze für sich finden können. Würde mich freuen. Sie wissen ja, wollen Sie gut beraten sein, schauen Sie auch nächstes Jahr bei Betten Ullmann rein. Oh, ich glaube, da kommt es schon, das neue Jahr. Ich werde mich beeilen. In diesem Sinne, Ihr Thomas Ullmann, bis bald auf diesem Kanal. Tschüss.